Das Jahr 2019 wird ja für uns ein besonderes Jahr, weil wir natürlich unsere grüne Dampflok Graf Arnim in die Reparatur schicken. Ich bin immer dafür, dass wir innovative Wege gehen und dieser Stadthafen braucht solche innovativen Ideen. So, Dennis Kett jetzt auch beim Neujahrsempfang, Fördervereinsvorsitzender der Parkeisenbahn. 2019 ist alles startklar auf jeden Fall. Naja, noch nicht. Wir sind ja noch im Winterschlaf, könnte man glauben. Nein, sind wir nicht. Im Winter passiert ja relativ viel, dass wir die Bahn fit machen. Und pünktlich zu Grünen Donnerstag geht es wieder los. Und das Jahr 2019 wird ja für uns ein besonderes Jahr, weil wir natürlich unsere grüne Dampflok Graf Arnim in die Reparatur schicken, da wir ja die Förderung vom Bund und auch Aussicht vom Land haben und die Stadt auch gewillt ist und wir als Förderverein ja viel Geld gesammelt haben, sodass ich auch mit einem guten Gefühl sagen kann, dieses Jahr, 2019, werden wir endlich Graf Arnim in die Reparatur schicken. Aber in Aussicht haben es noch nicht ganz bestätigt, oder? Ja, also die Unterschriften sind noch nicht trocken, wie man das so schön sagt, aber ich bin immer optimistisch, was das angeht und wir kämpfen so lange, bis wir es haben und sie muss dieses Jahr in die Reparatur gehen, denn der Bund gibt 120.000 Euro und die müssen in diesem Jahr ausgegeben werden. Ansonsten Teamstärke, alles alle Mann an Bord? Alle Mann an Bord. Wir haben ein wunderbares Jahr 2018 gehabt mit wieder Fahrgaststeigerung. Die genaue Zahl habe ich noch gar nicht, aber es ist eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Danke an auch alle Cottbusser und Fans der Bahn, dass sie mit uns gefahren sind. Da ist noch Potenzial drin. Wir können das in 2019 noch mal ein bisschen steigern. Und was mich so freut, ist, dass die Cottbusser, egal aus welchen Bereichen sie kommen, diese Bahn lieben. Seit über 63 Jahren jetzt mittlerweile, 64 Jahren schon. Und wir haben noch viel vor und ich denke, das ist auch Heimat, was wir da so ein bisschen haben. Und vor allem, es würde wieder viele Sonderfahrten geben, ne? Ostern und so weiter, Nikolaus. Traditionell Osterhasenfahrten, Nikolausfahrten, zwischendurch die Sommernachtsfahrt. Also ich denke, da wird wieder für jeden was dabei sein. Man kann jetzt auch schon mal auf die Homepage schauen. Unter www.pe-cottbus.de erfährt man schon einiges. Lass uns Parkmann ein bisschen abhaken und mal schauen, du bist auch Vorsitzender des Fördervereins für den Cottbusser Ostsee. In diesem Jahr soll es ja dann tatsächlich auch mal Wasser regnen. Schon ein bisschen auch bei euch so ein Kribbeln da im Verein zu spüren? Also wenn ich so dieser Tage und jeder Cottbusser merkt ja diesen Regen, dann könnte man denken, furchtbares Wetter und furchtbar, wann wird es endlich wieder trockener? Aber ich freue mich über den Regen, weil wir wissen ja alle, dass die Flutung sich verschoben hat aufgrund des trockenen Sommers. Und wir brauchen jetzt wirklich Wasser von oben, damit die Talsperren sich wieder füllen, damit dann die Spree auch Wasser abgeben kann. Und wenn ich den Ausführungen von der LEAG da folge, dann sollte es Anfang bis Mitte März mit der Flutung beginnen. Wir haben heute den OB gehört mit vielen Visionen auch, was Richtung CO2, Quartier, Hafen, alles. Ist das auch in eurem Interesse eigentlich? Ich bin immer dafür, dass wir innovative Wege gehen und dieser Stadthafen braucht solche innovativen Ideen. Es darf am Ende nicht sein, dass solche Ideen irgendwas anderes bremsen. Wenn Unternehmer etwas entwickeln wollen, Investoren sich ansiedeln wollen, muss man immer schauen, passt das auch in diese ökologische Vorgabe. Aber wir sollten alles dafür tun, erst recht, wenn es ja auch Fördermittel vielleicht dafür gibt. Also wir werden das unterstützen als Förderverein, dass dieser Stadtteil am Stadthafen ein neuer und besonderer Stadtteil wird. Ansonsten habt ihr euch für den Förderverein für das Jahr irgendwas vorgenommen, irgendwelche besonderen Projekte oder ähnliches? Ja, wir wollen das Thema Ostsee visueller in der Innenstadt haben. Wir arbeiten ja schon seit manchem an der Idee eines Infobusses oder eines Infomobils. Und wenn das noch nicht so schnell umsetzbar ist, weil es auch Geld kostet, werden wir über temporäre Aktionen nachdenken, wo wir den Cottbusern in der Innenstadt Informationen rüberbringen. Weil ich glaube, viele freuen sich auf den Ostsee, aber viele haben noch nicht die Fakten, die sie brauchen und auch Material, was sie mitnehmen können. Und da kriegen wir von den Cottbusern immer so ein Feedback, wo kann man denn das abrufen, wo kann ich das nachlesen, wo kann ich was mitnehmen. Und dieses Feuer wollen wir einfach entfachen. Du bist ja ein großer Freund von Visionen und alle mitnehmen, ne? Ja, weil ich denke, wir brauchen Visionen, um irgendwie uns dann auch dahin zu arbeiten. Der Weg wird noch schwierig genug, um da irgendwie Lösungen auch zu finden. Und ich bleibe dabei, ich bin optimistisch, ich liebe diese Stadt und wir werden das irgendwie auch hinkriegen.